Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 18 Karriere. Wir sind wieder am Start mit Hansa Rostock. Wir haben den zweiten Tabellenplatz erklommen, sozusagen. Ja. Stoppen gerade die Simulation nochmal. Oh, und jetzt kommt es auch noch zum absoluten Topspiel. Alter. Oh, krass. Warte, machen wir gleich. Wir machen gerade nochmal kurz Training hier. Das Adais kriegt ein bisschen Training. Abschluss unter Druck. Boah, das ist gut. Dann geben wir dem Ollen Fair noch ein bisschen Training. Hier machen wir ein bisschen Talente-Training hier heute. Ja, einmal Spiele sind immer gut. Zack, wer kriegt noch? Owusu kriegt noch ein bisschen. Ja, Ausdauer ist glaube ich, nicht schlecht. Warte, Mittelfeld würde ich gerne dem Henning noch ein bisschen was beibringen. Ja. Defensivstresstest. Und wen haben wir noch? Ja, Nado kriegt auch nochmal ein bisschen was. Auch nochmal Defensivstresstest und dann einmal durch. Ja, also wir haben ein absolutes Topspiel hier heute. Gegen wen? Wiesbaden. Alter Schwede. Da kommt ordentlich was zusammen. Henning kriegt ein Upgrade. Freue ich mich drüber. Wunderbar. Ist jetzt 68. Sehr schön. Nado ist auch fast 68. Ist auch super. Also es geht langsam, aber es geht voran. Das ist das Wichtige daran. Und wie gesagt, wir können jetzt mit einem Sieg gegen Wien Wiesbaden, haben wir die Möglichkeit, bis auf 4 Punkte davon zu ziehen. Ja? Das heißt, wir hätten dann 36 Punkte, Wien Wiesbaden hätte 32. Und das wäre schon mal ein kleines Polsterchen, das wir hätten, auf Wien Wiesbaden. Mal sehen. Mal sehen, was das wird. Wir lassen die Mannschaft so, wie sie ist. Die haben super gespielt in den letzten Spielen. Gibt da so keinen Grund für uns, da irgendwas zu ändern. Selçuk Alibas macht hier jetzt ein bisschen Training. Oh Gott, Elfmeter, ich hasse sie. Ja, geil, Tor. Ich hasse Elfmeter. Ja, und hier stöbert es ein bisschen. Im Stadio Nede. Und es schneit. Ein bisschen Schneegestöber. Wie gesagt, wir spielen gegen Wien Wiesbaden. Topspiel. Britta Filter gegen Sunmaker. Oder so, keine Ahnung. Zack. Und los geht's. Und wir wollen gleich von Anfang an hier offensiv alles raushauen, was wir können. Mal sehen, ob das hinholt. Ich weiß es nicht. Benjamin holt sich das Ding. Schönes Pässchen auf Fair. Ah, ja, gut. Ja, natürlich, der Boden ist jetzt glatt, ne? Das darf man natürlich nicht vergessen. Da ist natürlich der Grip schon ein bisschen weg, sag ich mal, ne? Boah. Warte. Vorsicht, Scheffler. Alter. Wo so stark. Blasewitsch, raus damit. Ja, Pass auf Fair. Der holt sich den. Ja, war eigentlich ein Foul. Benjamina mit dem Rücken zum Tor. Da ist aber nur halb so viel wert. Owusu. Henning. Henning! Boah. Erster Abschluss Richtung Tor. Von Hansa Rostock. Minzel. Funk. Schöner Ballgewinn von Bischoff. Aber den kriegen wir leider nicht mehr. Boah. Das ganze Stadion, das ganze Stadion. Warte mal, Henning. Oh. Ah, schade. Nicht hingekommen, da. Henning und zurück zum Abwehrspieler, Holthaus. Wieder Henning. Sehr präsent hier in den ersten Minuten. Holthaus, den kriegt er nicht. Ah. Schade. Oh, oh, ja, ja, ja. Vorsichtig, das ist einer für Blasewitsch. So nice. Rankovic. Schön gespielt. Benjamina. Benjamina. War das zu hoch? Ja, weiße Hosen sind ein bisschen unvorteilhaft, wenn du den flotten hast, ne? Diarrhö. Holthaus. Benjamin. Oh, schön gespielt.
Owusu. Oh nein. Oh, schade. Ah, oh, wie ärgerlich. Oh gut, gut. Benjamina. Schöne Körperdrehung. Das war dumm, aber es geht. Tor. Ich dachte schon. Ich dachte schon, das war eine dumme Entscheidung, aber es war okay. Es ist immer noch eine dumme Entscheidung gewesen, aber... Vielleicht haben wir gerade jetzt den Ball perfekt getroffen hier. Zack. Einmal gedreht. Boah, und dann im letzten Moment. Gott sei Dank hat Benjamina so einen langen Treter. Sehr schön. 9. Saisontor. Sehr, sehr nice. Kannst du sagen, der hat... Ja. Ein Drittel von unseren Toren geschossen. Wir haben knapp über 30. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger als ein Drittel. Ist schon eine Lebensversicherung, der Typ. Bischof. Benjamina. Oh. Da hat ein bisschen der Drive im Schuss gefehlt. Der Drive. Oh ja. Schön. Nein. Nein, 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 nein. Das war nicht gut. Nein. Vorsicht. Oh. Nein, das war auch nicht gut. Platscher. Das ist zu einfach. Abseits, oder? War es abseits? Kein abseits. Andres mit dem Tor. Nee, war gleiche Höhe. Oh. Ich glaube zumindest, das müsste aber... Das müsste, ja doch, war gleiche Höhe. Ja doch, doch. In der Mitte stand ja der eine Spieler noch. Oh. Erschonlich. Sehr, sehr erschonlich. Holthaus. Alibas. Gut gestört. Achtung. Hui. Ja, gut gemacht. Henning. Owusu auf. Oh, was? Schade. Wenn wir da noch irgendwie den Fuß dazwischen nochmal kriegen, hätten wir das richtig gut zwiebeln können, das Ding. Wie der andere ist. Das gibt's doch gar nicht. Der Junge ist der Wahnsinn. Doppelpack von Andres. Schönes Passiv von Scheffler da unten rein. Und dann Andres. Der ist ja super Andres schnell. Ja, moin. 6. Saison für Stefan Andres. Vielleicht sollten wir uns den mal... Vielleicht sollten wir uns den mal auf die Merkliste schreiben. Holthaus. Boah, fair ist der frei. Owusu nimmt den Ball an. Abstoß. Eckball meine ich. Oh, der ist gut. Oh. Oh, Bischof muss raus. Wieso kommt der denn nicht raus? Oh, wieso geht der denn da nicht hin? Alter. Bischof. Ist er am Pennen oder was? Pezzoni. Funk. Schwadorf. Ne, 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 ne. Das war diesmal gut gemacht vom Bischof. Schön. Boah, Wien Wiesbaden ist gut. Also sie sind gut drauf auf jeden Fall. Na, da liegt ein Spieler verletzt. Lascha. Ne. Boah. Aber auch wieder gut. Ja, wie gesagt, diesen Andrist. Andres hieß er, ne? Den sollten wir uns vielleicht mal merken. Der ist... Alter. Der ist enorm antrittsschnell. Und drauf, drauf, drauf. Super. Fuck dich, Sherry.
Ey, Ref, no hate, aber du kannst mich mal. Oh, Andres ist verletzt. Vielleicht doch nicht auf die Liste schreiben, ne? Hui! Funk mit einem interessanten Schützchen. So, jetzt müssen wir mal anfangen, wieder ein bisschen Fußball zu spielen. Owusu. Nein, warum? Oh, warum mit dem Kopf? Warum geht der da mit dem Kopf hin? Was läuft mit ihm? Rankovic. Oh. Nein. Wird hier attackiert. Geht einfach durch. War gut. Oh. Gott, ey. Owusu. Kein Abseits von Fair da unten, aber der geht auch gar nicht so fair hin. Der geht einmal bis quer. Nach. Tor. Moment. Schauen wir mal drauf. Oberer Bildrand. Puh, warte mal. Müssen wir schauen, was spielt er zuerst? Das ist ja das Entscheidende am Ende. Boah, welche Kamera nehmen wir denn da am besten? Ah, ja, die ist doch ganz gut hier. Ja. Ein bisschen rauszoomen. Das machen wir weg. Dann achten wir mal unten auf die Füße von Ruprecht. Und sehen. Boah. Ich weiß es nicht. Ich weiß, keine Ahnung. Was hättet ihr denn jetzt bei der Entscheidung gerade gebracht? Was hättet ihr gemacht? Ich weiß es nicht. Puh. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich meine, er spielt den Ball, ja. Aber er spielt halt auch ganz schön viel Benjamina. Das darf man nicht vergessen. Keine Ahnung. Halbzeit. Schon? Alter. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich da jetzt entschieden hätte. Wie gesagt, er spielt auch ziemlich viel das Füßchen von unserem Stürmer. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Entscheidet gerne mit in den Kommentaren, was hättet ihr getan? Hättet ihr Elfmeter gegeben? Angesichts der Wiederholung? Oder hättet ihr gesagt, eher nicht so? Sagt Achiri natürlich schwer zu sehen. Weil es halt alles ziemlich schnell geht. Ja, das darf man ja nie vergessen. Ich glaube, ich hätte... Ich hätte, glaube ich, keinen Elfmeter gegeben. Ich weiß es aber nicht. Wie gesagt, das ist ja so eine Momententscheidung. Alter, Andres, abseits. Jetzt ist er im Abseits. Das ist so eine Momententscheidung. Ne? Du musst da ja innerhalb von ein paar Sekunden, ein paar musst du entscheiden, was machst du. Und mittlerweile gibt es den Videobeweis ja so einigermaßen zumindest... Naja. Fair. Sehr stark gemacht. Fair. Ne. Nicht mit Wien Wiesbaden. Henning. Ich würde sagen, irgendeiner muss halt jetzt was machen. Benjamina. Nee. Nee, auch nicht. Auch nicht. Das wäre auch nichts. Uiuiui, wir kriegen ja keinen Zugriff da. Stark. Komm, drauf, drauf. Schön. Noch den Ball geben. Oh, was für ein Ball! Krasser Pass. Nein! Nein! Oh, das war so schön. Das war so ein geiler Pass. Oh mein Gott, was für ein geiler Pass. Wer war das? War das Nado? Ich glaube ja. Hey, Alibas ist verletzt. Scheiße. Alter, wie gut der Pass war.
Dann bringen wir mal Busi an. Nee. Oh, Mann. Ich meine, selbst wenn, den hätte Alibas auch so nicht gekriegt. Der Bischof mit seinem alten Klumpfuß da. Ist natürlich jetzt schon eine gewisse Schwächung, ne? Das ist ja... Das ist ganz klar. Weh tut das schon. Ach, Digga. Schön gespielt. Nein, nein, nein. Ach, ja, Freistoß. Ach, Mann, Alter. Was denn jetzt? Hä? Achso, war einfach nur so eine Sequenz. Ich wollte schon sagen, was ist jetzt los? Der läuft so zielstrebig da irgendwo hin. Schön. Markovic. Fuck. Ja. Schön. So. Digga! Du dreckiger Schiri. Alter, ist das scheiße. Boah, Gott sei Dank ging mir nicht rein. Ich wäre so ausgerastet. Boah. Soll seinen hässlichen Arsch da wegbewegen. Ganz ehrlich. Einwurf für uns, oder? Nein? Krass. Zweikampf gewinnen von Fair. Leider ohne Ball gewinnen. Komm. Wir brauchen ein Tor. Und das ist relativ bald. Schwadorf. Wien Wiesbaden kommt. Bischof joggt da hinterher, als wenn das nichts wäre, Alter. Da verliert er doch den Ball. Alter. Das Tor schreibe ich zu 60-70% Bischof zu. Ganz ehrlich. Das Verhalten von dem, da ging gerade mal gar nicht. Oh, Digga. Okay, warte mal. Da kann nur einer helfen. Hä, warum ist Henning da gerade gegrätscht? Was war das denn? Die Offensive rausnehmen. Och, Digga. Ach, Bischof, was ist los mit dem Typ? Der kommt auch raus. Der geht mir gerade auf den Sack. Der geht mir gerade richtig dicker auf den Sender, geht er mir. Mit seinem Ball verlieren und nicht hinterherkommen und. Oh. Wir haben noch genug Zeit. Fair. Da ist halt keiner dabei jetzt gerade, ne? Ja, doch. Da unten kommt einer. Schön. Batz! Anschluss! Busian! Sehr schön gespielt. Fair. Hier, Adais nimmt die Mitte in die Mitte. Macht dafür den Weg frei für Busian. Und da wunderbar eingeballert. Schönes Ding. Stand Adais da im Abseits. Müssten wir dann drüber diskutieren, ob das Tor zählen darf, weil der Torwart ja dadurch irritiert war durch einen Spieler, der im Abseits ist. Zwar nicht eingreift, aber trotzdem irritiert ist. Aber ist egal. Komm. Drauf geschissen. Schön abgeflockt. Schön abgeblockt. Einwurf für Wien Wiesbaden. Wir haben noch eine gute Viertelstunde Zeit. Um hier. Den Punktverlust zu vermeiden, aber. Boah. Ja, und er wirft ihm natürlich auch genau auf die Brust, ne? Das ist klar. Ist klar. Komm drauf. Schön von Gruppe.
Schönes Ding. Bosian, komm. Komm, 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 Baby. Oh nein, er spielt ein bisschen den Ball und spielt aber dann nur uns. Oh. Er kommt mit seiner Kack-Pike da vorne noch hin. Das gibt's gar nicht. Wie viel Glück muss man haben? Unglaublich. Wirklich, unglaublich, wirklich. Arais. Wuso. Nein, nein. So nicht. Henning, schön. Oh, Freistoß, ne? Den hätte ich gerne genommen. Ne. Schön. Oh, Bosian. Oh, mein Gott. Eckball, 85. Boah, ist das spannend gerade. Alter Schwede. Unglaublich. Henning. Fair. Fair. Faul. Digga, das war ein Faul. Und das ist jetzt Freistoß oder was? Unfassbar. Das ist ja unglaublich. Also, nee. Nee, einfach nee. Ich geh ins Bett. Zeig mal. Ich hab... Oh Gott. Oh mein Gott. Ich hab genauso wie Ruprecht in der ersten Halbzeit auch den Ball gespielt und dann den Mitspieler. Also es ist echt ein Witz. Das ist echt ein Witz. Dann ist es auch noch Ruprecht, der vorhin eigentlich dann genauso hätte den Elfmeter gegen sich kriegen müssen, der jetzt hier jubelnd steht. Das ist ein Witz. Ne. Das ist abnormal. Das fing alles an mit dem lächerlichen Freistoß, den er da oben gerade gegeben hat. Das war kein Freistoß. Das war nichts. Das war ein Witz. Das ist ein normaler Zweikampf gewesen, den du 20 Mal im Spiel hast. Regt mich das gerade auf. Das glaubt ihr gar nicht, wie mich das gerade aufregt. Allen natürlich auch gewonnen. Das Spiel gegen Wien Wiesbaden verloren. Damit sind wir wieder Dritter. Wir verlieren damit so ein bisschen, nenne ich den Anschluss nach oben, aber sind natürlich jetzt wieder bis auf 2 Punkte hinter Wien Wiesbaden. Ich meine, das ist immer noch super, aber trotzdem, es ist extrem nervig. Das Wie halt ist nervig. Na klar, wir haben selbst nicht gepackt, mehr als 2 Tore zu schießen, aber trotzdem. Ist trotzdem ärgerlich. Der Elfmeter hätte nicht sein dürfen und das Foulspiel vor dem Elfmeter, das überhaupt erst zum Ballbesitz von Wien Wiesbaden geführt hat, hätte auch nicht sein dürfen. Naja. Eine Cola trinken, ein bisschen runterkommen und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Morgen um 14 Uhr, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich da sehr freuen. Mit einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 18. Karriere mit Hansa Rostock. Bis dann. Ciao.